Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft GT New Horizon. Ihr seht gerade den Rohrschneider hier rum. Da ist unten ein komisches Monster, hat es eine Brille an. Wollte mich jagen. So, jetzt seht ihr auch bei mir, ich habe auch das wie heißt das Ding? Shader Pack drin. Also dasselbe wohl Rohrschneider und auch. Genau. Und auch das Resource Pack drin. Also momentan ist Chroma Hills 1.28 Version 1.7 Version 11 drin. Weil man muss ja auch darauf achten, dass das mit Shaders zusammenarbeitet und dann ist noch Fanfare Modded Universal mit drin. Guck dir mal die Dinger an. Wie hässlich sind die denn jetzt? Was denn? Na, die Squids im Wasser. Muss mal ranzoomen. Die haben jetzt auch Saugnäpfe. Okay. So, und wir sind hier am Gebäude. Ja, zuerst haben wir überlegt, ob wir in die Richtung gehen. Dann hat Rohrschneider sein Häuschen umgebaut. Danach haben wir angefangen, uns komplett zu überlegen. Wir machen es dann doch komplett anders. So, ich habe jetzt schon mal den Fluss erstmal hier begradigt. Was Rohrschneider hier hinten vorhat, erklärt er gleich selber. Weil das habe ich so ganz nicht ganz begriffen. Und hier kommt ein Wasserrad hin. Und dann werden sich einige fragen, für was das gut ist, aber das wird er dann soweit sehen. Rüde. So. Ich habe natürlich eine Vorlage auf dem zweiten Bildschirm. Das heißt, nicht wundern. Ja, da ab und zu muss man mal raustappen. Weil sonst wird man bekloppt. Yep. Wir bauen das aber nicht 1:1 nach, wie es die Jungs gemacht haben, sondern wir machen das ein bisschen anders. Aber wir lassen uns von denen inspirieren. Ja, also es gibt echt so viele coole Leute auch, die wirklich sich Zeit und Mühe nehmen, um solche Sachen zu bauen. Das ist echt dunkel. Echt der Hammer. Echt dunkel ist es auch. Aber man merkt halt, ich finde halt, das ist Kreativbau, was die gemacht haben, das können wir uns nicht leisten. Vor allem eine Brücke mit Ambossen bauen. Richtig, das funktioniert nicht. Also Endgame vielleicht. Ja, so. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon gesagt, das hier wird sozusagen, da wo ich gerade draufstehe, das wird die Ebene, die Hauptebene. Und wie gesagt, hier wird ein Wasserrad hingebaut, das zum Betreiben des Gebäudes dann zu verwenden ist. Natürlich haben wir hier leider kein Immersive drin. Hätten wir Immersive drin, würden wir ein Wasserrad bauen, das auch funktionieren würde. Aber nicht. Geht also nicht. Nee, der fehlt noch so ein bisschen, ne? Immersive so. Man kann ihn ja ruhig dann auch ein bisschen teurer machen. Aber der würde mir jetzt auch noch so pauschal fehlen. Ja. So. Jetzt muss ich nur noch. Das heißt, das hier bleibt ja dann so, wie es jetzt ist, ne? Ja. Das heißt, ich kann hier schon mal wieder. Weißt du, was schlimm ist? Weißt du, was so richtig schlimm ist? Wenn die Schaufel mittlerweile den Rasen so weghaut, als wäre es Erde. Frag mal. Wie ich mich gerade gefreut habe, dass meine Schaufel nochmal Haste bekommen hat. Ja, meine hat ja auch gerade nochmal Haste bekommen. Jetzt bin ich bei mir auf 300. Ne, wo steht es? Redstone bin ich jetzt bei 200. Ja, ich habe jetzt einen Mining Speed von 29,18. Ah, sehr schön. Du hast noch ein bisschen Bronze mitgebracht. Das heißt, meine Schaufel kann nochmal. Mittlerweile wäre ich froh, wenn ich einen Diamanten mal auf die Schaufel kriegen würde. Ja. Das wäre ein bisschen hilfreich zumindest. Sonst gehe ich hin. Ich habe noch Modifier frei. Also wie man hört, ich darf auch meine Maus immer nur so tick, tick, tick. Ja. Ganz vorsichtig sonst bewegen. Ja. So, das Lustige wird dann sowieso wieder sein, das Wasser zu setzen, aber das mache ich dann, wenn ich mich aufnehme, weil das wollt ihr nicht sehen. Können ruhig sehen, was für eine Scheißarbeit das ist. Ja, aber ich finde das zum Beispiel hier mit den Texture ist zumindest so, selbst wenn irgendwo ein Loch in dem Wasser ist, man sieht es nicht. Man merkt es eigentlich nur, wenn man drinnen schwimmt. Das finde ich noch ganz gut. Jupp. Also das ist
Vor allem, weil hier gibt es ja keine unendlichen Wasserquellen, ist nicht mal eben so da, da, da und da drei Blöcke gesetzt und man hat 50 Kubikmeter Wasser gesetzt, sondern man muss wirklich jeden Block einzeln setzen. Haben wir hier noch Oakwood? Oakwood! Nö, ich gehe nach vorne. Nein, was heißt da vorne? Ich gehe ins Lager. Das ist ja im Ich Lager. gehe im Lager! Das Mensch, ist ja 5 Meter weg. Lager! Ja! Geh nach vorne! Ins Lager! So, oh mein Gott. So, dann wollen wir mal gucken hier. Wir müssen ja demnächst auch mal irgendwie. Jetzt haben wir ja ganz viel Bronze Age schon mal aufgebaut. Müssen wir dann ja auch mal irgendwie dann mal. Aber jetzt ist eigentlich erstmal wichtig, Essen. Essen. Essen ist wichtig, mein Gebäude ist auch wichtig. Ja. Also es wird ein anderes Gebäude ersetzen. Ich bin mal gespannt, wer als erstes rät, was es wird. Darf ich? Darf ich? Ich weiß es. Ich weiß es. Nein, du bist von der Teilnahme ausgeschlossen. Achso, ich dachte, wir sagen jetzt einfach nur hässlich 3.1, aber. Genau. Das wird sowieso. Das wird alles hässlich, was wir bauen. Ja, immer. Vor allen Dingen, meine immer. Also, wenn ich was nicht kann, ist das in Minecraft schöne Gebäude bauen. Glaube ich. Das Schlimme wird sein, ich werde mir diese, wie es er gebaut hat, werde ich mir irgendwann aneignen und werde dann anfangen, eigene Gebäude zu entwerfen. Ja, das ist ja auch, es soll ja auch inspirierend sein, solche Videos. So lassen wir das jetzt erstmal. So. Müssen erstmal gucken, bis wohin das Häuschen hier kommt und wie wir den Graben hier weiter bauen und. Was ein bisschen blöd ist, dass das Wasser so tief ist, aber. Oha. Da hat aber einer dicke Schaufel, du. Oha. Müssen wir noch tiefer? Wir müssen dann am Schluss genauso tief sein, wie die andere Seite des Wassers ist. Nee, nicht ganz, weil das muss ja dann Ein tief, ein. reinfließen. Zwei tiefer muss er. Ein tiefer. Nee, zwei tiefer, weil wir müssen ja noch Gravel bauen. So, jetzt muss ich mal schauen. Oh, verdammt. Ey, mittlerweile ist mein Inventar wieder vollgeschissen. Ich bin unschuldig. Nicht ganz. Die zugeflogene Erde war von dir. Ach so. Na denn. Aber die schmeiße ich mal weg. Ein tiefer? Da muss ja eigentlich, müsste da ja Wasser, so müsste ja mit Wasser reichen, eigentlich. Theoretisch. Theoretisch. So, ich schmeiße sie mal hier rein. Die Wir gucken mal. Werkzeuge brauche ich auch nicht von GT. Die Säge könnte ich mal mitnehmen. Die zweite. Brauchen noch ein Wasserhubwerk. Ich war schon Staudamm. Ja, also wir müssen hier hinten das leider alles aufstauen. Wir machen chinesische Bauweise, wir überfluten einfach das Dorf da hinten. Und wenn wir bis dahin fluten, sind wir schon lange abgesoffen. Nein, sowas machen wir nicht. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier überhaupt Treppen habe, aber da habe ich die. Ich glaube, die habe ich auch schon eingeräumt. Schön, dass meine Spitzhacke schon wieder kaputt ist. Und meine zweite Spitzhacke, die will und will, eigentlich meine bessere, mit Eisenkopf, will kein Haste bekommen. Warum auch immer. Die will nicht. Oh, ich hoffe, du hast einen Scoop. Ja, eine Abbaumöglichkeit hat er noch. Wenn nicht, in der einen Kiste, wo die Dinger drin sind, haben wir noch einen. Ja, bring mal mit. Ich suche nur gerade Treppen. Ich baue dir mal hier Ich habe noch, glaube ich, noch nie so viel Vanille gebaut wie hier. Ja, viel mehr bleibt uns hier auch noch nicht übrig. Stimmt. Weil Carpenters, ja. Ja, Wenn jetzt gerade Carpenter, einer. das geht noch. Carpenter, das geht noch. Ja, Aber. aber alleine das Schrauben machen dafür ist ja immer. Das wird jetzt interessant. Nein. Nein. Soll ich denn das machen? Merkst du das ab und zu diese Mikro-Lags? Nee, momentan habe ich Gott sei Dank keine.
Ja, das ist dann ab und zu, dann hast du immer zack und dann musst du einen Block nochmal abbauen. Oh, Schaufel des Todes hat zugeschlagen. Jo, jetzt habe ich es richtig. Alter. Jo. Aua. Ja, aber schon cool aus. Bisschen aufwendig, Gib mir aber den geht schon. Gravel. Den Gravel hier, Boden. Wo ist meine Treppe, wo wir da hingelaufen ist? Ort hinfort, an einen anderen Ort. Ja, nicht. So. So weit, so fertig. Ach, da ist er. Ja, ich bin auch fertig hier so. Der Welt, nur. Wohin? Ach, wir müssen ja noch ein breiter werden. So müsste es richtig sein. Dann heißt es wieder so arbeiten. Richtig? Nein, falsch. Ey, das ist die Treppen richtig zu drehen, ne? Das ist eine richtige Kunst. So Stell dir mal ist die so an. jetzt stimmt's. Dann müssen wir noch Treppen in die Mitte. Ist auch. Also die Treppen durchgängig machen. Habe ich keine mehr. Passt nicht. Ah, auch kaputt. Habe gesagt, eine Abbaumöglichkeit habe ich noch. Mir geht bald wieder das Fressen aus und die Sonne geht schon wieder unter. Jo. Aber ich räume gleich die Bienen auf. Das nicht. Das ist mittlerweile wichtig. Ich versuche ja mittlerweile ein sauberes Inventar zu haben. Ich wurde in einer Regrowth-Folge, wurde zu mir gesagt, ich soll doch mal bitte eine Folge machen, wo ich mein Inventar aufräume. Warum nur? Fand ich nicht lustig. Doch. Also wer auch immer es geschrieben hat, rede ich so. Auf deiner Seite. Bist mittlerweile auch auf meiner Seite. Du kannst nämlich auch zu denen, die wohl alles horten. Nee, eigentlich nicht. Ja, du Ich bin hortest eher nicht, aber du bist der. trotzdem immer voll. Ich bin eher der inzwischen irgendwelche Kisten einfach voll spammt. Ach, wär auch weg. Ja, ich Hinfort. weiß. Schlafen. Ja, dann schlaf mal. Schlaf doch schon. Ich lieg doch schon. Schrei mich doch nicht an. Bin sensibel. Piep, Was? piep. Jetzt So, bin ich jetzt jetzt hier weiß ich, piep, wie piep, dieses Geräusch von diesen scheiß Silberfischen zustande gekommen ist. piep? Piep, So hören sich die auch an. Ja, die sind halt traurig. Die, genau gehört. So, hast du ein paar von den Bricks für mich hier? Von den Stone Bricks? Welche sind das? Sind die normal, ne? Hey, hallo. Au, jetzt lass mich halt meine Treppen schnell bauen. Krapfen. Dann sag das doch. Ich gehe so lange Kumpels verprügeln. Hallo, Kumpel. Was willst du von mir haben? Kabel oder die richtigen? Die richtigen. Die gebrannten. Ja. 16 Stück kann ich dir noch geben, die Rest muss anderen muss ich dann noch schlüsseln. Ja, Schüssel habe ich doch auch. Glaube ich. Ja, doch, ich habe eine. Jetzt hin? Ach, die sind jetzt bestimmt in dem Rucksack verschwunden. Egas Backpack. Wie gesagt, vergiss nicht, du kannst den auch umstellen, ne? Naja, das habe ich schon. Dass du Das zum Beispiel, Bauen also habe ich das gestern. mit Sneaken, dass da halt nichts mehr reinkommt, wenn du es nicht brauchst. Ups. Also alle Leute, die ihr gleich fragen, was ich hier mache, ihr müsst euch das rund vorstellen.
Denkt euch, die Blöcke sind rund. Wir hätten ja sogar was, wo wir es rund machen könnten, aber dann könnte es sein, dass es ziemlich schnell Glitches, Bugs und Ich hab das ja also in letzter Zeit gar nicht mehr, seit dem Update. Ich weiß nicht, ob da irgendwas, was wirklich der dann war oder ob das ein anderer war. Ja, okay, aber wir haben da drüben auch... Wurde. Ach so, stimmt ja. Hast du mit dem nochmal gebaut drüben? Nee, aber sind ja noch das von dem ersten Haus ist ja noch alles da. Ah, wenn wir merken, dass es geht, dann können wir es ja wieder benutzen. Ja. So, was ich hier gesagt habe, machen wir es Brutze. Nee, Dark Oak. Obwohl ich das jetzt dann nachher in den Industriebereich bauen würde, eventuell. Also hier kann das ruhig alles so ein bisschen minecraftig aussehen auch. Ja. So, hier brauchen wir jetzt erstmal noch einen Erdblock. Erde. Das ist Gravel, toll. War keine Erde. Erde habe ich noch zwei. So. Und dann machen wir das hier da, so. Ich schmeiß dir mal die Erde hin. Nee, ich habe Erde. Ja, aber ich brauche keine mehr. Ich bin voll. Ach so. Du. Nur so als Tipp. Ich auch. So, ich drück dann mal die 8. 8? Ja, und essen Keks. Such meine Schüssel schon wieder. Da. Ich fress gerade meine Plätze leer. Du hast die ersten großen, ne? Ja. Das andere sind ja, was in der Mosi, glaube ich. Nee, cracked. Also die sind so ein bisschen... Crackstone. So, das heißt jetzt aber dann auch, das wird jetzt noch lustiger. Bin ich jetzt tief genug? 2 runter. 2 runter, dann kommt Gravel. Muss ich hier noch tiefer. Seibenkleister, ich habe kein Oakwood mehr. Ich sehe das schon, das wird gerade mal die Folge Wasserrad. Ja. Oder und? Antriebsrad. Also es ist zwar ein Wasserrad, aber es ist eigentlich mehr ein Antriebsrad. Ja, aber wir wollen es hübsch haben. Richtig. Und wer es hübsch haben will, muss auch mal lange bauen. Dann gibt es ganz andere, die gehen die ersten. Das ist ja das, was ich ja als wenn ich ein Modder wäre, was ich hier machen würde. Bei mir wird es noch mechanische Einheiten geben, a la Factorio. Ja. Dass man sagen kann, okay, ich könnte zum Beispiel ein Wasserrad bauen, das keinen Strom produziert, sondern mechanische Einheiten. Mit diesen mechanischen Einheiten kann man zum Beispiel dann, solche Gerätschaften powern. Warum ist da eine Oakwood, hä? Hier, direkt vor meine Fuß. Weiß. Das wird nur interessant zu machen. Ich habe noch keine Ahnung, wie das geht. Was denn? Kriegen wir alles hin? Kriegen wir alles hin, Greg? Oh mein Gott. Nein. Aber das ist ja auch immer so, ne? Man, das ist ja... war ein Technik-Pack, aber... Ja, wie... Nein, hübsch muss das sein. Ja. Bisschen feini-feini. Bisschen jo. Aber ich vermute auch, deswegen schauen sie uns ja hoffentlich auch, dass wir nicht nur schnell Technik, bum-ba-bum, sondern dass wir auch wegen mit Schönheit bauen. Also. Das haben wir ja schon immer gemacht. Ich sag nur Atomkraftwerk. Ja. So, ich muss jetzt nur gerade erraten, wie sie das gemacht haben. Ganzer Stack Steine weg. Oh mein Gott. Gelevelt? Ja. Oh. Also, erstmal. You just can hold the iron pickaxe. Achso. Verdammte Kacke. Wie mache ich denn das jetzt? Weiß ich nicht. Was denn? Ich muss einen Block rauskriegen. Wobei, sieht man das? Das sieht man doch gar nicht. Was denn? Wo denn? Ja, ich habe hier einen Block. Ich habe so einen Block gesetzt. Ja. Und dann habe ich gemacht das so.
Ups. Und das so. Sieht man nicht, ne? Gut, nö. Gut. Wird hier vielleicht eine. Oh. Ah, das sollen die Schaufeln sein. Richtig. Falsch rum? Nee. Das war falsch. Ach nein, da greift ja das was. Nee, ist alles gut. Ja, ja, alles gut. Ich glaube, Physikfehler im Kopf. Falsch. Ja, ich glaube, diese Schaufelräder sind doch immer unterschiedlich, ne? Bin mir aber auch nicht sicher. Vor so alten Wassermühlen war ich schon lange nicht mehr gestanden. Nee, gibt's leider auch nur noch sehr wenige, wo auch vor allen Dingen die alten Holzräder erhalten bleiben. Oder halten bleiben. Erhalten geblieben sind. Nein, so. Das ist falsch, verdammt. So. Das ist richtig. Das ist auch richtig. Das oben ist falsch. Verdammt. Ich habe jetzt gleich meine gesamte Nahrung verbraucht. Weißt du warum? Hoch, runter. Nee, hoch, runterfallen. Auch sehr gut. So, ich muss jetzt einmal ins Lager gucken. Vielleicht werde ich da ja ein bisschen was los. Juhu, ich habe meine Axt wieder Haste bekommen. Gott sei Dank. Gott sei Dank, Haste. Ja, brauche ich, aber ich habe das Silk Touch drauf. Was meinst du, wie lahmarschig das Ding geworden ist? Ja. Also, wenn du Glas abbauen musst oder. Das Licht wieder Rottenflash rum. Super. Aber das tarnt sich gut. Ich habe das nicht gemerkt, dass ich jetzt aufs Gras hüpfe. Achso. So. Wir müssen jetzt hier mal wieder. Den Ofen anschmeißen. Wir brauchen mehr Steine. Ey, aber ich lasse das so, oder? Ja, ist hübsch. Passt das so? Mut zur Lücke. Schaut zwar wegen anders aus als das andere, aber. Ja, wir gucken nachher mal. Im Ganzen muss das alles hübsch aussehen. Wenn dann einer schreibt, genau der Block an der Koordinate mit der und der Höhe, dann können wir das vielleicht ändern. Wenn du verstehst, was ich schmeiße. Nein, ab und zu ist ja auch einiges. Huch, doch, ist richtig. Gar nicht umsetzbar mit Minecraft. Blöcken. Weil zum Beispiel Treppen kannst du nur in vier verschiedene Richtungen, also ne, oben, unten anbauen. Ja, geht aber nicht. Geht nicht anders. Der hat es. Nee, wobei, das finde ich eigentlich so in Ordnung. Gut. Denke dran, in der Aufnahme Zwischenzeit muss ich mir was zu trinken holen. So, das heißt, das Wasserrad haben wir es jetzt schon mal geschafft. Das heißt aber, das Wasserrad kriegt jetzt auch einen Deckel drüber. Weil wir gesagt haben, das Haus wird ja daran angeschlossen. Richtig. Aber das bauen wir dann nachher, wenn das Haus fertig ist. Achso, okay. Dann können wir da das Dach an das Haus anpassen und müssen nicht das Haus an das kleine Dach anpassen. Ja, Teste? Ja. Dann gehe ich mal Oakwood holen. Machen wir es ein bisschen länger. Bisschen länger. Ah, Baufolgen kann ich mal so 30 Minuten machen. So. Wir wollen ja auch was schaffen, weil wenn ich 20 Minuten mache, dann freuen die sich, dass ich im Part 5 dann endlich fertig bin. Ja. Ach, der Mond geht auf. Der Mond ging auf, es schien eine helle. Da bekam Rohrschneider vom Monster eine Schelle. Mhm. Deswegen schlafe ich ja auch schon. Aber diesmal bin ich kein Penner, ich schlafe nicht unter, sondern auf der Brücke. Unter der Brücke willst du auch saufen. Ja, da hätte ich mir dann ja eine Hängematte hingetan oder so. Ich hätte gesagt, hier den ersten Block fürs Haus. So. Oder noch einen weiter rüber. Nee, hier hin. Schon. Hier hin schon? Ja. Also nicht vorbeigehen können.
An dem Ding. Kannst auch noch sagen, dass du hier noch so einen Weg haben willst. Das können wir auch machen, so einen einfachen. Und sagen kann, so, hier kann man, hallo! Keine Ahnung, gleich auch hinten gehen. Ja, da können wir sogar zwei machen. Zwei machen. Ja, dann mache ich es nämlich so, dann schaut es nämlich auch wieder so ähnlich aus wie bei denen. So. Eins. Das müssen wir jetzt mit Gravel. Zwei, drei, vier, fünf. Zwei, drei, vier, fünf. Geronimo! Platz! Arschbombe! Ach scheiße, dadurch, dass ich die Brücke jetzt drei breit gemacht habe, das heißt, ich muss die Brücke verkleinern. Wieso? Auf zwei, oder ich mache die Tür nur eins groß. Eine Tür, das war gut. Okay, eine Tür. Ja, sonst hätte ich mit einer Doppeltür gearbeitet. Weil so schaut es eigentlich auch aus. Aber ist ja kein Problem, ich kann ja die Brücke noch verschmälern. Das ist ja nicht das Problem, ne? Man weiß ja nicht. Können wir ja gucken. Aber ich merke gerade, ich muss noch mal einen weiter rüber. Ist ja dahin. So, habe ich noch Erde einstecken. Das ist Gravel. Gravel? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Au. Wertblöcke. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das schaut schon mal so aus, als die jetzt mal gefallen. So, jetzt brauche ich stackweise Gravel. Okay. Das wird jetzt aber heißen. Ich habe jetzt hier. Ich mache jetzt da einfach mal. Ach, scheiße. Nee. Falscher Denkfehler. Falscher Denkfehler? Gehen wir mal eine Runde schwimmen. Und jeden Wasserblock, wo der da drin seht, ist eigenhändig gesetzt. Mhm. So. Oh. Und wieder schwimmen. Geh tauchen, das ist viel besser. Na, da unten habe ich noch einen kleinen Bug drin, habe ich gerade festgestellt. Es gibt da noch Stellen, wo ich wegen abgetrieben wäre, aber hoffentlich, das wird man, glaube ich, irgendwann immer merken. Also in einem Zweifelsfall schwimmen wir da unten nicht drin rum. Genau. Höchstens Monster, die in die Ecke getrieben werden oder so. Häckselrot. Ja, war die falsche Richtung. So, dann heißt das jetzt hier die Mauer. Nee. Meine Loks. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Autsch. Hallo. Tag. Nee. Also es wird schon schneller gehen, wenn wir das bauen, aber wir bauen ja das, ne, richtig. Und nicht, im Flug und, wir müssen nicht sammeln, Modus. Ja. So, dann schaut es doch schon mal ganz gut aus.
Dann hätte ich gesagt, lasse ich mal wieder zwei Platz. Das muss weg. Und auch wenn es nur ich weiß, aber ich weiß es, also muss es weg. So, und dann kommt hier noch das dritte. Manchmal kommt Jack sogar auf die Idee, aus den von mir gesetzten Cobblestone in irgendwelchen Höhlen zum Zumachen aus gegen normalen, gegen noch sauberen Stein. Mag's nicht glauben, aber ja, es ist so. Ja, es muss ja schön ausschauen. Vor allem, wenn man Silk Touch hat und man nicht mehr weiß, was man mit dem Stein machen soll. Das waren jetzt dann. Ach, ist das schon viel zu weit. Scheiße. Gerade am Bauernhaus rum eiern? Nee. Aber das ist noch für mich? Ja, ja. Eine ich Ehre. Baue hier schon. Ich kümmere mich hier schon so ein bisschen um den Wasserzulauf. Ich komme doch nicht mehr aus dem Wasser raus. So, jetzt muss ich mir mal. Habe ich noch irgendwo. Ja, da habe ich dort. Ich mach drei Kreuzchen, wenn ich mir endlich Scaffolds bauen darf. Dass auch die Baustellen bei uns mal vernünftig sind. So, das sind jetzt dann nochmal 1, 2, 3. Dann 1, 2. Halt. Noch mehr halt. Oh. Darf ich einmal kurz? So, was sagst du dazu bis jetzt? Ich sehe nichts. Ich bin gerade mit Ertrinken beschäftigt. Achso, Entschuldigung. Ertrinken Sie weiter. Ja. So. Ja. Ja, so ist das gut. Und so kann man das dann auffüllen und dann geht das los und geht ab für den Markt. So, schaut auch ganz gut aus bis jetzt. Also für den ersten Teil. Ich bin jetzt dabei beim Überlegen, ob wir das so ähnlich machen wie die, dass man da ein paar Steine reinmacht, die ein wenig dreckiger sind. Die Frage ist nur, was haben die da reingemacht? Clay? Oben? Nee, unten. Neben der Tür. Fragen über Fragen. Muss ich erstmal hinscrollen. Die Tür. Da ist die Tür schon wieder vorbei. Das heißt, es wäre eigentlich hier. Ne, ist uns glaube ich ganz normal Bricks, also Stone Bricks. Jetzt muss ich mir noch überlegen, weil Stonebricks will ich da nicht hinmachen. Das schaut ja hässlich aus. Ja, eben. Da müssen wir halt mal gucken, was das so gibt. Was wollte ich jetzt? Ich wollte mir Gravel holen. So, das sind schon mal drei. Das muss jetzt drei hoch werden. Ein Gravel in die Tasche. Auch wie ich auch immer den langen Weg laufe.
Genau, einfach mal hinten rausgehen. So, eine Runde aufs Ohr hauen, aber nicht zu doll, sonst platzt das Trommelfell. So, ja. Geronimo! Nee, da springe ich nicht runter, ist mir zu tief. So. Ich hab da irgendwo einen Denkfehler drin. Aber was für ein Hell? Ich glaube, ich muss das Ganze eins höher machen. Ja. Mein Denkfehler ist hier. Mein Denkfehler ist hier. Ich muss hier anfangen. Mann, Mann. Schaut immer wieder scheiße aus. So. Kann man doch schon mal Erde lassen. So, dann versuche ich mal da drauf zu kommen. Kann ich vergessen. Gut. Ey, mir gehen mittlerweile meine professorischen Bauplanmaßnahmen flöten. Wieso? Ich habe keine Erde mehr, ich habe keinen Sand mehr, ich habe keinen Gravel mehr. Ist. So, guck mal, ihr Flussbett schon fast fertig. Und nur noch gerade Wasser rein. Okay. Ja, das machen wir aber später. Ja, das machen wir irgendwie mal. Wenn wir nicht mehr wissen, was wir tun sollen. Oh, also nie. Also Folge 2000 oder so. Machen wir niemals. So. Aber wir brauchen noch ein bisschen Gravel. Oder sowas. Okay, aber ich brauche noch mal vorher Stufen. Muss ich mir schnell welche bauen. Und nicht verzagen, das Holz da unten kommt wieder weg. Das heißt, ich brauche Oakwood. Dankeschön. Ich bin schon mal froh, dass die Stufen noch nicht so krass sind. Das sein können, dass du das aus dem Lock ausschneiden musst. Ja, genau. Das Problem ist nur, ich weiß, dass er ja ab und zu unter meinen Videos jetzt mittlerweile kommentiert. Vielleicht sieht das. Baut's dann gleich um. Ach, der GT-Mann? Ja. Ja, also ich wäre ja auch dafür, dass man sich schön erstmal Bretter machen muss und aus den Brettern muss man, dann muss man und Balken schnitzen und dann muss man sich erst kann man sich erst Treppen bauen aus den Brettern und den Balken zusammen und jetzt werde ich gleich getötet. Nö. Also ähnlich wird's bei mir. Ja. Ich glaube, das ist erkennbar, was das hier darstellen soll. Okay. Ich brauche Erde. Ich muss mir Erde besorgen gehen. Was? Hier nicht. Aber ich sehe gerade, wir haben gleich die 40. Minute. Das heißt, ich zeige jetzt noch einmal so weit, wie wir es bis jetzt geschafft haben. Und dann geht's beim nächsten Mal mit Rohrschneider weiter. Ob er da bei mir noch weiter baut. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, wer als erster errät, was es wird. Oh, ich sehe schon so viele Leute, was drunter schreiben, was total falsch ist. Und es wird auch erst in der Folge aufgelöst. Also nicht meinen, dass ich dann drunter kommentiere, ja, du hast recht, sondern nee. Das wird dann auch in der Folge aufgeklärt.
So, das sind jetzt 1, 2, 3, 4. Mist, ich bin natürlich. Einen zu niedrig. Kennst du das, wenn man die Schaufel benutzt, dass man Angst hat, dass man gleich im Wasser liegt? Ja. Weil man nur zwei Blöcke abbauen will und nicht tausend? So. Da muss dann noch ein Sperrwerk hin hier. Da muss dann auch noch ein Sperrwerk hin und. Oh. So. Meine Güte, so. Sind wir gut. Ey, man also, macht erst das Haus und dann den Anbau. Ja, aber ich möchte ungefähr wissen, wo ich hin muss. Ja, jetzt noch so drei, vier Stück darüber. Zwei Dreierfelder würde ich quasi noch ranbauen. Also zwei Zweierfelder. Also noch, das heißt unten nochmal erweitern, oder was? Genau, da lang würde ich noch zwei. Also insgesamt noch, also nicht mit dem Vorbau, sondern mit dem Haus an sich. Weil das, was du jetzt da baust, ist ja so eine Art Gaube hier. Also Gaube genau. Nennt man das nicht, aber ein Dings, was da vorne vorsetzt. Aber das sind trotzdem 1, 2, 3, 4. Und ich habe erst 3, sehe ich gerade. Ja, also machst du noch ein Weile. Warte, ich assistiere. Muss mir erstmal wieder Treppe holen. Achso, hast keine Treppe mehr. Ja. Nee, hatte ich nicht mehr. Also wie gesagt, wir werden das auf jeden Fall auch jetzt öfters so machen, dass wir dann Zollbau folgen. Vor allem von solchen Häusern dann in der Aufnahme machen. Wir versuchen sie. Also am Anfang wird es sowas, denke ich mal, auch häufiger geben, weil mit Technik ist einfach noch nicht viel. Nein. Also wer die Rezepte nicht kennt, kann sich das Gepäck ja gern im Curse Launcher einmal runterladen und sich die Curse Launcher, Vize Beast oder Technik Launcher gibt's in allen dreien. Sogar in allen dreien, siehst du. Freie Wahl. Und sich die Rezepte alle mal angucken. Richtig. Dann fängt man das Weinen an und weiß jetzt, warum dass wir das machen. Mhm. Gut. Aber Folge lang genug. Schaut schon auf jeden Fall schon mal ganz interessant aus. Die Erde muss man sich wegdenken. Aber da werde ich jetzt dann noch ein wenig da rumbasteln und der Rohrschneider auch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.